Der BVB schlägt Werder Bremen auswärts mit 2:0 und feiert damit nicht nur den 6. Pflichtspielsieg in Folge, sondern bleibt auch weiterhin in der Tabelle oben dran. Ja, das war heute definitiv kein Hurra-Fußball, aber wir haben erneut gesehen, dass der BVB auch kämpfen kann. Erst der Arbeitssieg gegen Bochum im Pokal und jetzt ein weiterer gegen Bremen. Wirklich auch mal Respekt an Werder an der Stelle, die ein wirklich gutes Spiel gemacht und grundsätzlich auch eine gute Taktik gefahren haben. Im Mittelfeld ging für den BVB gefühlt nicht viel. Klar, die ersten 20 Minuten circa gingen klar an Borussia Dortmund, aber danach hat Bremen auch mal aufgedreht. Weiser und Füllkrug hatten jeweils die große Chance, das 1:0 für Werder zu machen. Ein bisschen Glück hatte meiner Ansicht nach vielleicht Leonardo Bittencourt, der nach dem Foul an Mokoko schon hätte gelb sehen können und dann wäre die Aktion in der 35. Minute vermutlich gelb-rot gewesen. Aber darüber zu spekulieren macht natürlich keinen Sinn. An für sich hat auch Felix Brüch hier einen sehr guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Im Großen und Ganzen gibt es hier nicht zu meckern. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, was dem BVB vor allem in der Hinrunde gefehlt hat. Nämlich in knappen Spielen von der Bank nachlegen zu können. Jamie Bino Gittens kommt von der Bank und macht nach nur einer Minute direkt mal das 1:0. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das müsste der 5. oder sogar 6. Joker-Treffer nach der Winterpause für Borussia Dortmund sein. Da merkt man einfach, dass der BVB unheimlich davon profitiert, endlich mal wieder mit einem vollständigen Kader arbeiten zu können. Und das wirkt sich scheinbar auch auf die gesamte Mannschaft positiv aus. Nicht nur, dass man nachlegen kann. Nein, auch der Konkurrenzkampf ist wirklich wichtig. Ich meine, habe ich mir das eingebildet oder hatte selbst Rafael Guerreiro heute seine starken Zweikampfmomente? Gefühlt kennt man das ja gar nicht von ihm. Aber so kann es natürlich gerne weitergehen. Jude Bellingham war wie immer der Mann mit den meisten starken Aktionen, konnte sich leider nicht mit einem Tor belohnen, aber er ist enorm wichtig, wenn es darum geht, die Mannschaft anzutreiben und auch aus dem Spiel heraus zwischendurch mal Ausrufezeichen zu setzen. Emre Can, ich kann es kaum glauben, da bin ich mittlerweile so weit, dass ich mir doch nochmal richtig stark überlegen würde, den im Sommer zu verkaufen. Denn wenn er weiter so abliefert, dann ist er ziemlich wichtig für das System von Edin Terzic. Momentan die richtige Aggressivität, guter Abräumer, Mentalität passt auch, ein sehr gutes Tempo bei Balleroberung, gute Übersicht. Ich glaube, wir erleben gerade erstmals konstant den Emre Can, den man sich auch erhofft hat zu verpflichten. Sülle und Schlotterbeck werden gefühlt auch von Spiel zu Spiel stabiler. Die Patzer stellen sich mehr und mehr ein. Kobel ist, wenn er gebraucht wird, wie gewohnt zur Stelle gewesen. Reason ebenfalls stabile Leistung, ein, zwei schlechte Ballannahmen, aber sonst sehr gut. Rainer, Reus und Mokoko waren heute größtenteils ein bisschen blass. Mokoko musste heute allerdings sehr früh verletzungsbedingt raus. Da würde ich jetzt nicht zu hart in die Kritik gehen. Hoffentlich wird er schnell wieder fit. Das war echt bitter, gerade weil er heute mal wieder seine Chance bekommen hat. Ja, Haller war heute auch nicht der X-Faktor, aber da kann man natürlich nicht erwarten, dass er mit dieser Vorgeschichte jetzt in jedem Spiel abreißt. Özcan ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, aber ganz ehrlich, das ist auch nicht wirklich schlimm. Und Jamie Bino Gittens, wie schon erwähnt, wichtiges Tor, hat ein bisschen Alarm gemacht, Job erfüllt. Und wen man natürlich auch nicht vergessen darf, Julian Brandt. Keine Ahnung, welcher Schalter da auf einmal umgelegt wurde. Ich meine, dass er gut ist, das wussten wir alle vorher schon. Aber er ist nie so richtig bei Borussia Dortmund angekommen. Doch was in dieser Saison bei ihm abgeht, der ist echt nicht mehr wegzudenken. Julian Brandt, für mich aktuell einer der besten Spieler beim BVB. Heute macht er mit seinem 2:0 den Deckel drauf, aber generell in so ziemlich jedem Spiel stabil. Kann man nicht anders sagen. Aber naja, alles in allem würde ich hier von einer sehr guten, geschlossenen, mannschaftlichen Leistung sprechen. So kann man auf jeden Fall mit breiter Brust in das Champions League Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch gegen den FC Chelsea gehen. Aber wie seht ihr das Ganze? Ist der BVB in dieser Saison in der Lage, noch Großes zu erreichen oder sagt ihr, das ist nur eine Momentaufnahme? Ich bin da auf jeden Fall mal auf eure Meinung gespannt. Ansonsten, Freunde, macht's wie immer besser und bleibt am Ball!